Meine Damen, meine Herren, wie Sie unschwer erkennen können, stehe ich hier im noch leeren Messezelt. Ja, wir freuen uns, dass die Herbstmesse dieses Jahr wieder gefeiert werden kann. In schwierigen Zeiten eine gute Sache. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause starten wir wieder. Ja, sind Sie gesundheitlich ein wenig vorsichtig, aber genießen Sie gleichwohl die Messe. Die Marktmeisterin arbeitet in vollem Umfang. Die Marktbeschicker haben schon angefangen, auf dem Kochschen Markt, wie auch hier auf dem Messeplatz. Und ich freue mich mit Ihnen auf ein wunderschönes Messewochenende. Für diejenigen, die neu in das Kuseler Land gezogen sind oder denen das noch nicht so ganz geläufig ist. Ich bitte um Verständnis, dass es zuweilen ein wenig lauter ist, dass es ein wenig enger in der Stadt zugeht, dass nicht alle Parkplätze zur Verfügung stehen, nicht alle Zufahrten frei sind. Das ist eben Messe, eine besondere Kuseler Jahreszeit. Was noch ein wenig offen ist, weil das Wetter da eine Rolle spielt, ist die Frage, ob wir dienstags das Höhenfeuerwerk tatsächlich durchführen können oder nicht. Wir entscheiden das erst, wenn wir wissen, dass es verantwortbar ist. Im Moment ist es noch zu trocken. Das wird nächste Woche bekannt gegeben. Aber wir freuen uns alle miteinander darauf, dass wieder unser Fest gefeiert werden kann. Ich wünsche den Marktbeschickern alles Gute. Nicht alle sind mehr da. Corona-bedingt haben manche aufgegeben. Das gehört zum Leben leider dazu. Aber die, die da sind, sollen Erfolg haben. Sie als Besucherinnen und Besucher Freude an der Messe. Eine neue Kuseline werden wir bestaunen können und vieles mehr. Ich hoffe, dass wir uns begegnen und miteinander auch das ein oder andere Wässerchen oder andere Getränk hier bei der Messe zu uns nehmen können. Spätestens Messemontag hier im Zelt. Auf dann!